Ja, die Wahlbeteiligung haben wir eben gehört. Rasant angestiegen. Wird interessant später zu sehen, ob die Nichtwähler, die mobilisiert werden konnten, vor allem alle zur AfD gegangen sind, wie bei vorangegangenen Wahlen zuletzt. Oder ob auch die Grünen und andere Parteien die Freien Wähler, Nichtwähler für sich gewinnen konnten. Wenn wir auf die AfD schauen, mit 23 Mandaten zieht die AfD jetzt erstmals in den Landtag in Bayern ein. Ist damit in 15 von 16 Landtagen vertreten. Damit ist die AfD endgültig angekommen in der nicht nur bundesdeutschen Politik, sondern auch in allen Ländern und sitzt sicher drin. Ja, natürlich. Also wir werden jetzt in 2 Wochen, wird sie noch in Hessen, zeigen uns ja die Umfragen, dass sie da sicher reinkommen wird. Und wir müssen uns auch vergegenwärtigen, dass sie ja in einigen Landtagen, wenn wir uns zum Beispiel die neuen Bundesländer anschauen, dass sie da ja auch zweitstärkste Kraft ist. Also sie ist im bundesrepublikanischen Parteiensystem angekommen, mit einem erstaunlichen Ergebnis, zweistelligen Ergebnis. Wir hatten sie in den Umfragen auch zum Teil höher gesehen. Wir hatten die Einspielung von Herrn Söder gerade zugehört, der darauf auch ja hingewiesen hat, dass sie in den Umfragen auch durchaus höher war, dass sie in Bayern auch unter dem bundesdeutschen Trend liegt. Also ganz, ganz interessante Entwicklung. Sie hat sicherlich einen Großteil der Nichtwähler angesprochen, aber es wird noch abzuwarten sein, wohin die Nichtwähler aus dem Jahr 2013 dann letztendlich gegangen sind. Ich bin mir sicher, dass da auch einige bei den Freien Wählern gelandet sind. Die 72% Wahlbeteiligung ist durchaus etwas Erfreuliches, was wir diesen Abend beobachten können. Oh, Wahlbeteiligung ist immer gut, ganz genau. Herr Schwenicke, wenn wir darauf schauen, ein Weiter-so für die Union, für die SPD, hauptsächlich für diese 2 bzw. 3 Parteien, wenn es ein Weiter-so geben sollte von Personal und Inhalten, dann sehen die Landtagswahlen im kommenden Jahr, unter anderem in 3 ostdeutschen Bundesländern, womöglich so aus, dass die AfD stärkste Partei wird. Und wir haben vorhin schon gehört, den ehemaligen CSU-Vorsitzenden Huber, dass er gesagt hat, die CSU müsse sich jetzt ganz schnell neu aufstellen, um für alle Wahlen, auch die Europawahl im nächsten Jahr, gewappnet zu sein. Werden wir eine Veränderung erleben oder eher, wir haben schon kurz drüber gesprochen, eher nicht in den kommenden Wochen? Es wird kein Weiter-so geben, Herr Fuest. Auch personell wird es kein Weiter-so geben. Ich glaube, dass Frau Nahles gerade eben nicht nur die kürzeste Postwahlansprache gehalten hat, die eine Minute 27 Sekunden, die je im Willy-Brandt-Haus gehalten wurde, vielleicht überhaupt in den Parteizentralen, sondern vielleicht wird sie auch die kürzeste Amtszeit als Vorsitzende der SPD demnächst persönlich verzeichnen müssen. Und da hat die SPD in den letzten Jahren auch schon einige Kurzamtszeiten da hervorgebracht. Also da, glaube ich, wird ganz starker Druck auf Andrea Nahles ausgeübt werden. Man hat es ja auch angesehen, sie sah ein bisschen aus, als sei ihr das Ergebnis persönlich begegnet. Sehr, sehr gedämpft. Ich glaube, sie weiß, was die Stunde geschlagen hat. Und auch bei der CDU, würde ich sagen, ist noch nicht sicher, dass Frau Merkel wirklich Parteivorsitzende bleibt, auch wenn sie diesen Anspruch erhoben hat für den Parteitag im November. Ich könnte mir am ehesten vorstellen, dass die SPD eben aus der Koalition aussteigt und dann vielleicht Jamaika wieder eine Option wird. Und ich glaube, dass die FDP, also Christian Lindner, einem Jamaika-Bündnis ohne Angela Merkel weitaus offener gegenüberstünde als einem Jamaika-Bündnis mit Angela Merkel. Also ist eine Menge im Moment volatil. Und ich glaube, es wird personelle Konsequenzen geben, die über Horst Seehofer hinausgehen. Wäre das eine realistische Variante, dass es ohne Neuwahlen Jamaika gibt, ohne Angela Merkel dann? Also ich gebe Herrn Schwenicke recht, die SPD muss auf diese 9,9 oder 9,6, wir wissen ja noch nicht, wo sie landen wird, aber so wie die Zahlen gerade sind, wird es einstellig sein. Darauf muss es Konsequenzen geben. Und dass sich die SPD schon immer unwohl gefühlt hat in der Großen Koalition, war auch klar. Und dass sie unter den, jetzt ist es die 3. Große Koalition, die sie mit Frau Merkel hat, dass sie immer schlecht abgeschnitten hat, wissen wir auch. Also es muss Konsequenzen hier ergeben.